In diesem Video möchte ich euch zusammen mit der Caroline zeigen, wie wichtig Prothesentraining mit einer Armprothese ist, um die Selbstständigkeit im Alltag zu verbessern. Mein Name ist Daniela Wüstefeld und ich arbeite als Ergotherapeutin im Otto Bock Patient Care Center in Duderstadt. Hallo, mein Name ist Caroline, ich bin 20 Jahre alt und mir wurde aufgrund einer Krankheit im Kleinkindalter der linke Unterarm amputiert. Ich bin darauf angewiesen, dass mein Arm im Alltag zuverlässig funktioniert. Deshalb war vor allem am Anfang ein intensives Training sehr wichtig. Dieses Prothesentraining ist in drei verschiedene Stufen aufgegliedert. Erstmal ein Basistraining, dann gefolgt von einem fortgeschrittenen Training als Vorbereitung auf die Übung für den Alltag. Dieses Training bei der Caroline findet mit der myoelektrischen Armprothese statt, die sie durch Muskelanspannung steuert. Genauso würde das Training aber auch in diese Stufen gegliedert sein und stattfinden, wenn es eine andere Art von Prothese wäre. Schauen wir uns zu Beginn mal die passiven Funktionen der Prothese an. Bitte schalt mal deinen Daumen in die Lateralstellung, genau, und einmal wieder zurück in Position. Dann dreh mal deine Hand ein Stück nach innen, genau, und nach außen. Es ist ganz wichtig, dass du das bei allen Funktionen noch immer aktiv dann benutzt. Okay, und außerdem gibt es hier noch einen Knopf auf der Rückseite der Hand. Hast du den schon gefunden? Genau, da einmal kräftig drücken. Okay, da kann man dann die Grifffunktion wechseln. Okay, dann wechseln wir zu den aktiven Übungen. Da beginnen wir mit dem Öffnen und Schließen der Hand in verschiedenen Positionen. Bitte einmal die Hand schließen. Locker lassen. Jetzt außen anspannen, Hand öffnen. Genau. Und nochmal innen anspannen, Hand schließen. Super. Jetzt nochmal die Hand ein bisschen nach außen drehen. Nochmal Hand öffnen, entspannen, Hand schließen. Genau, musst du dich stark anstrengen oder geht das relativ einfach? Das geht relativ einfach. Okay, dann nochmal öffnen und den Griff wechseln. Aufmachen und nochmal ein Öffnersignal hinterher und jetzt schließen. Okay, genau, jetzt sieht man, dass der Finger einzeln steht. Wieder öffnen, nochmal umschalten. Im nächsten Schritt kommt dann so ein Becher zum Einsatz. Da sieht man dann schon genauer, wie viel Griffkraft die Caroline aufgewandt hat. Okay, dann einmal langsam und vorsichtig zugreifen. Okay, sehr gut. Dann schauen wir mal, wenn du den Arm nach vorne bewegst oder zurück oder mal ein Stück nach oben oder nach unten, ob da ein Signal zum Beispiel von deiner Muskulatur kommt, ob alles richtig gut einprogrammiert ist. Okay, noch einmal bitte hier abstellen und ich gebe dir den nochmal an. Das ist immer meine Überprüfung, ob das sozusagen gekonnt war oder erlernt ist. Und beweg nochmal deinen Arm in verschiedene Richtungen. Sehr gut, perfekt. Test bestanden, würde ich sagen. Super. Kommen wir jetzt zum Alltagstraining, nachdem Caroline die ersten beiden Stufen erfolgreich absolviert hat und somit dafür vorbereitet ist. Da haben wir heute mal ausgewählt, ein Handtuch zu falten und Schnürsenkel zu binden. Das sind alltägliche Hindernisse, die jedem Menschen mit Armprothese begegnen. Starte doch bitte mal mit dem Handtuch. Wie könntest du dir vorstellen, jetzt die Armprothese aktiv einzusetzen? Und es ist auch total okay, wenn du das Handtuch in die Hand reingibst mit deiner rechten Seite. Okay, genau, einmal ausschütteln, dass die Falten unten rausgehen. Perfekt. Okay, sehr gut. Okay, bist du bereit für Übung Nummer 2? Schnürsenkel binden. Da wird es nochmal ein bisschen schwieriger. Da kannst du als Hilfe erstmal am Anfang das Schnürband einmal auf die Seite rübergeben. Dann hast du das schon mal vorgespannt. Genau. Und dann als Trick kannst du zweimal drumherum wickeln, dann geht es nicht wieder auf. Genau. Dann brauchst du hier eine Schlaufe, legst hier das Band einmal drumherum. Und dann schauen wir hier, genau, da durch und mit beiden Händen nochmal festziehen. Perfekt. Das ist natürlich eine Situation, wo das für sie von der Ausgangsstellung her einfach ist, aber das ist eine super Vorbereitung, um dann den Schuh am eigenen Fuß zu schnüren.
Bitte lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn die Übungen nicht gleich so einfach fallen, wie wir das eben gerade bei der Caroline gesehen haben. Wie war so der Verlauf bei dir mit der alltäglichen Nutzung der Prothese? Ist dir das immer gleich schon einfach gefallen? Nein, also am Anfang ist es noch sehr schwierig und man muss immer viel denken, wenn man irgendwas macht. Aber mit der Zeit kommt man so eine Routine und macht man das schon ohne den Kopf. Und es ist sehr schön, wenn man so ganz alltägliche Sachen wieder mit zwei Händen machen kann. Also wir hören, es lohnt sich, dran zu bleiben und regelmäßig Training durchzuführen.